möchten. Ja, Sie sind ja das erste Mal hier, richtig? Ja, der Wind ist heute richtig stark. Haben Sie es eh gut hergeschafft? Das ist gut. Ja, also erklären Sie doch einfach mal kurz, was Ihre Hautproblematik denn genau ist. Und ich werde mir ein paar Notizen machen, ja? Okay. Unreinheiten, ja. Akne. Und jetzt möchten Sie einfach mal so, dass sich das eine Hautärztin mal anschaut und Ihnen dann vielleicht auch etwas empfehlen kann. Sehr gut. Na dann nehme ich mir jetzt mal den Fragebogen. Lassen Sie sich Zeit mit dem Antworten. Nur die Ruhe und überlegen Sie. Es gibt kein richtig oder falsch. Das ist nur Ihre persönliche Einschätzung. Natürlich werde ich mir dann auch Ihre Haut ganz in Ruhe anschauen, ja. Gut. Die erste Frage. Glänzt Ihre Gesichtshaut im Alltag? Und die Antworten sind nein. Die Haut ist weder glänzend noch besonders trocken. Nein, sie ist eher trocken und oder schuppig. Ja, aber nur an manchen Stellen. Oder ja, sie glänzt überall. Okay. Die Poren Ihrer Gesichtshaut sind, laut Ihrer Einschätzung, sichtbar, aber unauffällig. Kaum sichtbar. Gut zu sehen. Oder stark vergrößert. Wie gesagt, es gibt da kein richtig oder falsch. Wie sieht Ihre Haut im Allgemeinen aus? Frisch und geschmeidig, glatt. Oder eher trocken, schuppig. Vielleicht spannt sie auch mal und ist gerötet. Oder fettig und unrein. Oder sowohl fettig als auch trocken. Sie kennen doch sicher die bekannte T-Zone, wo sich gerne Fett anlagert. Aber es gibt doch Ausnahmen, zum Beispiel, ich bin so ein Fall. Meine T-Zone ist eher trocken, aber ich habe dafür ein bisschen glänzende Wangen. Oder Sie haben einfach was anderes, dann können Sie es mir auch sagen. Oder mal so, mal so. Ja, nehmen Sie einfach das, was am ehesten passend erscheint. Ich hoffe, Sie haben keine Katzenhaarallergie, weil heute ist mein Kätzchen mit zur Arbeit gekommen. Beziehungsweise, ich arbeite ja von zu Hause aus und manchmal verirrt sie sich dann in mein Büro. Spannt Ihre Haut um Augen und Mund. Kommt das oft vor oder sehr oft? Manchmal oder nie? Und wenn es manchmal ist, dann können Sie mir sehr gerne sagen, wann das ungefähr auftritt. Also zum Beispiel eher im Winter oder nach dem Waschen. Okay. Haben Sie mit Pickeln zu tun? Okay, dafür sind Sie ja jetzt hier, aber beantworten Sie mir das trotzdem gerne. Wie oft Sie mit Pickeln zu tun haben? Oft, sehr oft, manchmal oder nie. Sehr oft. Gut, aber das ist ja auch Ihr Beschwerdebild. Es kommen natürlich manchmal Fragen vor, die man halt
Sicht ein paar wenige sehr ausgeprägte, höchstens ein paar Mimikfältchen oder keine. Ja, Falten sind auch wirklich gar nichts Schlimmes und je älter man wird, desto normaler sind Falten auch. Aber auch wenn sie jünger sind, ist das gar kein Problem. Ist Ihre Haut manchmal gerötet? Oft. Nur bei Stress. Selten. Nie. Oder vielleicht sogar immer. Oder nur an bestimmten Stellen. Wie fühlt sich denn Ihre Haut nach dem Waschen und nach der Pflege an? Ist sie eher geschmeidig? Oder trocken, juckend und spannend. Oder an manchen Stellen trocken. Okay. Wie fühlt sich Ihre Haut an, wenn Sie Make-up tragen? Trocken bzw. schuppig. Oder ganz normal und es hält den ganzen Tag. Oder Ihre Haut glänzt trotz Puder sehr schnell. Oder sie juckt und ist gerötet. Okay. Wie verhält sich Ihre Haut denn im Winter oder bei trockener Luft? Dann braucht sie mehr Pflege als sonst. Sie können keinen Unterschied bemerken. Oder sie wird empfindlicher mit Rötungen und Flecken. Ja, das kommt ja auch oft vor, dass die Haut dann ein bisschen mehr Pflege benötigt und trockener wird. Wie pflegen Sie Ihre Haut denn? Haben Sie eine Routine oder sind Sie da am Durchprobieren? Wie heißt denn die Linie, wenn ich fragen darf? Sowas mit Salicylsäure oder kennen Sie den Wirkstoff? Ah, okay. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Nur manchmal reichen Drogerieprodukte dann ja leider auch nicht mehr aus. Und dann muss man auch mal zu Produkten aus der Apotheke greifen. Wurde Ihnen in der Vergangenheit eine dieser Hautkrankheiten diagnostiziert? Schuppenflechte, Neurodermitis, Nesselsucht. Wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie es mir auch einfach sagen. Okay. Gürtelrose, Akne, Rosazea, das sind diese roten Hautstellen hier. Zähme, einen Hautpilz im Gesicht, Warzen im Gesicht, kann vorkommen, ist tatsächlich selten. Sieben Tagen gejuckt, war wund,
bisschen nur oder vielleicht sogar gar nicht. Wie sehr haben Ihre Hautprobleme Sie in den letzten 7 Tagen verunsichert? Diese medizinischen, aber wir haben hier auch Cotton Gloves, Baumwollhandschuhe. Falls ich merken sollte, dass Ihre Haut irgendwie empfindlich reagieren sollte, oder wenn Sie sagen, dass die medizinischen Handschuhe irgendwie zu stark kratzen oder Brennen verursachen, dann wechseln wir einfach auf diese hier, okay? Die sind natürlich auch frisch gewaschen mit Desinfektionswaschmittel. Ich
Sie haben die klassische Form der Spätakne und ja, leichte Rötungen. Es könnte in Richtung Rosazea gehen. Ich werde Sie auf jeden Fall zu einer Kosmetikerin überweisen, zu einer Hautpflege. Da kriegen Sie dann regelmäßige Behandlungen auf Ihr Hautbild abgestimmt und gegen Akne zur Beruhigung und damit sich auch so alles ein bisschen, ja, einfach glatter wird, reiner wird. Und das ist auch gut zum Ausgleich, ja. Also, übernimmt dann auch die Krankenkasse für die 3 Monate, würde ich das jetzt mal ansetzen. Wobei, wenn die Kosmetikerin merkt, dass es mit der Zeit besser wird, dann kann man es auf einmal pro Woche reduzieren. Sie müssen natürlich nicht so oft dorthin gehen, das ist nur eine Empfehlung meinerseits. Zu oft ist natürlich auch nicht gut, weil die Haut sich natürlich regenerieren muss. Und ja, ich möchte Ihnen jetzt noch so ein bisschen ein paar Tipps mitgeben. Und da habe ich auch was vorbereitet. Und zwar, kennen Sie Cognac-Schwämme? Das ist ein sanfter Gesichtsreinigungs- Schwamm aus der Cognac-Pflanze. Und lassen Sie sich nicht irritieren, der ist jetzt etwas hart. Aber in Wasser eingeweicht oder einige Sekunden lang in Wasser gehalten unter dem harten Wasserstrahl und er wird so sanft. Dieser hier ist jetzt zum Beispiel mit grünem Tee. Es gibt ihn auch mit Rotalge. Walnussschale peelt ein bisschen mehr. Das Gute ist, dass sie wirklich ganz, ganz sanft abgestorbene Hautschüppchen runterlösen. Finden Sie auch in der Drogerie. Und das kann man mit Reinigungsschaum oder Reinigungsgel verwenden, aber auch ohne. Und ist auch für die tägliche Anwendung geeignet. Dann gibt es noch solche Bürsten auf das Gesicht, um sanft die Pflege aufzutragen. Also das Waschgel. Einfach in der Apotheke ab. Ich habe hier jetzt auch noch 2
keinen Fall drin sein darf. Wissen Sie da irgendwas? Okay, nein, keine Sorge, das ist in den beiden Produkten auf keinen Fall enthalten. Und das zweite ist ein Gel. Das tragen Sie bitte ganz, ganz dünn auf die betroffenen Hautstellen abends auf. Wirklich nur auf die betroffenen Hautstellen. Genau, und beides können Sie so ungefähr 3 Monate am Stück verwenden. Und Sie gehen ja dann auch regelmäßig zur Kosmetikerin. Und ja, nach 3 Monaten würde ich dann vorschlagen, dass Sie Sie sofort dann wie gewohnt.